Jetzt gibt es ein Video. Als nächstes haben wir hier Players versus Managers. Also wenn sie sich mal aufgeregt haben oder sowas, glaube ich. Es ist auch ein paar Monate alt, 3 Millionen Aufrufe. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Ob es lustig wird, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird lustig. FIFA 21 kommt am 5. für Vorbesteller raus und am 9. offiziell. Einfach ein Klaps auf den Po gegeben. Ja, sowas geht nicht. Ah, jetzt mit dem Tunnel hier. Hä? Auf einmal kommt Mourinho rein, will mitspielen. Das ist Eboué gewesen. Ja, alles klar. Oh Mann, ey, was da abgeht. Da kommt wieder der Manager. War das wieder Mourinho? Boah, das war stark. Echt. Eboué war das? Ja, Mann. Lang her. Boah, was für ein Anlauf kommt der denn da rangelaufen, ey? Eieiei. Ist der da weggerutscht? Also ich glaube, es war wieder. War das, nee, es war nicht Mourinho, oder? Mourinho hat ja die meisten Situationen so gehabt. Er hat er den jetzt gerade veräppelt? Was hat er gemacht? Guck mal. Der Trainer von Atletico. Zack, hat den Ball noch in der Hand. Und dann gibt er den. Boah, starke Ballannahme. Ah, sympathisch, ey. Sympathisch. So ist doch nice, ne? Wenn die Spieler sich mit den Trainern so auf einer Ebene verstehen, wenn man natürlich, klar, geht es am Ende ums Gewinnen, keine Frage, aber man muss ja auch ein bisschen lockerer sein mit den Leuten, ne? Klar muss der Spieler seinen Trainer auch ernst nehmen, keine Frage, aber wenn man dann so ein bisschen lockerer drauf ist, finde ich, ist das genau richtig. Anstatt dass da wirklich nur alles verkrampft ist und dann ist doch gar nicht diese Teammoral da. So kannst du gar kein Teamgefühl mit reinbringen in die Mannschaften, ne? Ah, der arme Trainer. Hat den da gut mitgenommen, ey. Dani Alves. Herr Ferguson war auch ein sehr, sehr sympathischer Trainer. Und wie lange das schon alles her ist, ne? So lange her. Nelson Valdez. Oha! Der fängt auf einmal an, mit Mourinho zu tanzen. Guck mal. Hier, dieser Schwung. Whee! So, guck mal jetzt hier. Ey! So, Abiball. Ey! Der Rooney, ey. Ach, Victor Valdez, nicht Nelson Valdez. Ach, Mann, wer ist denn nochmal Nelson, ey? Das hab ich dir vergessen. Hä, was hängt da am Ball? Hä? Was war das denn? Warte mal. Was flog denn? Was ist das, Chat? Ach, der Ball ist kaputt, oder was? Warum fällt der einfach so um? Ein Stück vom Ball. Carlo Ancelotti. Boah, was geht denn da ab? Alle stürzen sich auf den. Ja, was geht denn da ab? Die Qualität ist mal wieder von 1965. Oh, was macht der denn da?
Boah, stabil. Ach, Nelson Valdez war ja bei... Ach, stimmt, mein Gott. Nelson Valdez, Victor Valdez. Mama mia, ey. Ist der ausgerutscht oder wie? Hä? Was ist da passiert? Er macht Moonwalk à la Michael Jackson. Ist das Seedorf? Naja, stimmt, daran erinnert man sich noch beim El Clasico. Schade, Trainer. Also sowas, finde ich, gehört sich gar nicht, ey. Also egal, was der Trainer so... Ach, keine Ahnung. Sowas, finde ich, ist sportlich unkorrekt. So, wenn man rausgeht und dann der Trainer will einem die Hand geben, man geht nicht dahin. Was sagt ihr dazu? Also ich finde es nicht korrekt. Sowas muss echt nicht sein. Ist nicht korrekt. Hat ihm einfach eine Backpfeife gegeben? Mourinho gibt einfach Puyol eine Backpfeife. Hier wieder sehen wir 5K Qualität. Ist das Löw? Ja, ne? Hätte der jetzt noch Around the World gemacht, wäre heftig. Oh mein Gott, das war so... Das war so, ich weiß noch genau, diese Aktion von Balotelli. Danach wurde er doch direkt ausgewechselt, oder? Guck mal, was er da machen wollte. Dann wurde er direkt ausgewechselt. Aber Chat, wie stand es da bei dem Spiel? Weiß das jemand? Weil, also ich persönlich, ich würde es auch natürlich nicht feiern als Trainer. Aber wenn es da schon so 5-0 steht und dann macht er sowas... Ja, kann man es vielleicht noch ein bisschen akzeptieren, aber wenn es jetzt irgendwie so 2-1 steht oder 0-0 oder so und der macht sowas, dann ist natürlich schlecht. Aber 6-1 stand es da, glaube ich, meinst du, Simon? Okay. Ja, dann, wie hättet ihr denn reagiert? Hättet ihr denn auch direkt ausgewechselt? 2-2, 7-1, okay. Boah, da gab es richtig Stress. Das ist zu geil, das hat auch, glaube ich, einmal Thiago gehabt. Weil der sieht nur aus dem Augenwinkel, sieht der hier rot und denkt, das ist ein Mitspieler und spielt dann genau dahin, ey. Ach, Renato Sanchez war das. Wow, was geht da ab? Das ist auf jeden Fall auch nice, ey. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, ey. Lustig, ey. Ja, passieren schon verrückte Sachen, ey. Aber wirklich zum Sport gehört auch dazu, dass man sich auch mit seinen Mitspielern, mit dem Trainer ein gutes Verhältnis hat, ne? So, und auch mit denen auch mal privat quatscht und nicht nur einfach alles nur als Job sieht oder als Fußball. Ein bisschen Lockerheit muss natürlich auch da drin sein, keine Frage.